Hey ho Leute, na wie geht's? So, ich habe mich nochmal an meinen perfekt schwebenden, Hovercraft, weiß nicht, Gleiter, nennen wir es Gleiter gemacht. Ich habe ihn auch hingekriegt, also er schwebt, wenn wir hier mal die Horizontlinie betrachten, er schwebt perfekt. Also, ja, kann man nichts dran aussetzen, das Ding ist einfach nur göttlich, so wie er jetzt gerade ist. Natürlich, ich kann jetzt hier mit W das Ganze noch ein bisschen höher fahren, ich kann, mit der Taste 2 kann ich nach vorne fahren, mit der Taste 3 kann ich zurückfahren und mit der 4 kann ich drehen. So, 5 habe ich jetzt nicht eingerichtet, weil ich hatte keinen Platz mehr für einen weiteren Schalter hier. Ja, und jetzt sind wir ein bisschen in Schräglage, das liegt am Drehen. Gut, gucken wir uns das Ganze mal an, wie es aufgebaut ist. Dafür lassen wir uns mal runterfallen. Ja, so. Also wir haben ja im Prinzip, das habe ich jetzt alles wieder ausgewogen und fertig gemacht und hast nicht gesehen, haben wir ja ganz viele Thruster, die nach unten zeigen, die halt für die Grund, für den Grundthrust sorgen, damit das Ding in der Luft bleibt. Und zwar stabil. Und dann haben wir 4 Thruster, die mit dem Cockpit verbunden sind, die halt das ganze Ding nach oben schieben. Also die mehr Thrust liefern, um das Ding nach oben zu befördern. Ja, dann haben wir natürlich hier 2 Thruster, die mit dem Schalter gekoppelt sind und die dann mit dem Steuergerät, Lenkrad, Cockpit verbunden sind. Und das Ganze geht dann halt so weiter, ne? Das mit den Schaltern und Thrustern, das habt ihr ja schon rausgekriegt, denke ich mal. Ja, was soll ich dazu sagen? Das war's eigentlich. Also, alles muss ausgeglichen sein. Das heißt, ich kann jetzt, ich wollte da oben drauf springen. Ihr seht hier diese kleinen Türmchen. Wenn ich jetzt einen Turm so gebaut hätte, was im Prinzip ja das gleiche an Gewicht ist, würde aber das ganze Gerät jetzt in Richtung dieser Ecke fliegen. Also das kann ich mal ganz kurz testen hier. Ja, man sieht es schon direkt. Es geht in diese Richtung, weil es nicht ausgeglichen ist. Gut, jetzt auch schon zu spät. Ja, das passiert übrigens. Deswegen, ich muss nochmal irgendwie an einem Gyroskop oder so basteln, um das Ganze auszugleichen. So, wie habe ich das Ganze gemacht? Das wisst ihr ja schon. Aber hier, ja gut, wie habe ich das Ganze gemacht? Mit meiner neuen Waage. Ich habe mir die Mühe gegeben, eine neue Waage zu konzipieren, die jetzt gerade ein bisschen kaputt gegangen ist. Das liegt aber an was ganz anderem. Und zwar habe ich einen Bug im Spiel gefunden. Unglaublich, aber wahr. Aber ja, es gibt noch Bugs hier in diesem Spiel. Ist ja auch erst eine Alpha. Warum passiert denn ja nichts? Mensch, die neue Waage. Was macht die, was kann die besser? Also, sie hat hier oben... Ja, ihr seht eindeutig schon jetzt einen Fehler. Wow, was geht hier ab? Okay, ich lasse es einfach mal aus, weil es nervt. Also, der Thruster drückt wieder runter, jetzt gerade mit dem Bearing verbunden, weil wenn ich das nicht mache, dann dreht sich das Ding einfach nur rum, was nicht ganz so toll ist. Deswegen kann man nur messen, oder kann man die Messung im Thruster nur durchführen, wenn es einigermaßen waagerecht ist. Weil sobald es ein bisschen schräger wird, zeigt der Thruster nicht mehr nach unten und damit auch das Gewicht bzw. der Thrust, also das, was der Thruster bewegen kann, zeigt nicht mehr nach unten Richtung der Gravitation. Deswegen nur, wenn es so ausgerichtet funktioniert. Ansonsten natürlich, wenn ich das jetzt hier auflöse, bewegt sich das ganze Gewicht zum Mittelpunkt des Gewichts. Also dass dass was der Thruster wiegt, immer in der Mitte von dieser Achse sich befindet. Und das sorgt halt dafür, wenn man das auf der anderen Seite auch macht, dass man eine perfekte Waage erhält. Och. So. Ja. Die Dinger hier in der Mitte, die sich drehen, die sind nur dazu da, damit die Waage ein bisschen wackelt, damit so ein Bearing nicht feststeckt oder wie auch immer man das bezeichnen kann. Und die drehen sich übrigens in verkehrte Richtung. Also der dreht sich so rum und der dreht sich so rum da oben. Damit die Kraft ausgeglichen ist wieder. Gut. Ja, hier sieht man es auch schon wieder, dass der Gewichtsmittelpunkt liegt hier in der Mitte. Also der Punkt der Masse. Massenpunkt. Ach, wenn da Physiker sind, die das hier gucken, sagt mir doch mal bitte, wie das Ding genau heißt, was ich gerade meine. Ihr wisst genau, was ich meine. Sagt mir doch einfach mal in den Kommentaren. Haut einen raus. Gut, ja, das ist die neue Waage. Die funktioniert viel, viel, viel präziser als die alte, die ich euch schon mal gezeigt habe. Und damit war ich jetzt tatsächlich in der Lage, dieses Gerät zu bauen. Erstaunlich, aber wahr. Aber es funktioniert. Ja?
So, und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Fehler, den ich bemerkt habe. Ich habe dieses Spiel die ganze Zeit jetzt, während ich aufgebaut habe und so, ungefähr in 80 FPS gezockt. Das sagte mir jedenfalls Fraps. Dann habe ich Fraps gestartet, um es aufzunehmen. Bei meinen 60 FPS, mit denen ich aufnehme. Und was ist passiert? Die Framerate hat Fraps auf 60 FPS festgesetzt. Und dadurch hatten die Thruster auf einmal mehr Power. Deswegen ist es jetzt gerade nicht perfekt ausgeglichen. Wobei, es ist schon recht gut. Das liegt daran, dass ich jetzt in den letzten 10 Minuten vor dem Video mich drum gekümmert habe, dass es ausgeglichen ist, obwohl Fraps läuft. Und jetzt habe ich das Fraps auf 80 FPS. Ich nehme gerade mit 80 FPS auf. Leute, also Hammer. Ich werde es aber nicht in 80 FPS hochladen, das tut mir schrecklich leid. Ja, aber da habe ich einen eindeutigen Bug im Spiel gefunden, dass die Thruster sich an der FPS-Zahl festmachen, wie stark diese, drücken, Masse bewegen können. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Eigentlich nichts. Also, wie man sieht, ist dieses Ding ganz gut unterwegs. Also gut, klar, es gibt so seine Probleme. Zum Beispiel jetzt. Es liegt halt daran, ich habe noch kein Gyroskop und wenn ich ein Gyroskop habe, dann muss ich das noch angleichen und so. Aber darum, das werde ich auch machen, klar. Ich werde mal gucken, dass ich ein Gyroskop irgendwie hinkriege und dann werde ich ein Gyroskop draufsetzen und das ganze Ding noch vergrößern. Ach so, und was mir auch noch aufgefallen ist, ich lasse es mal wieder fallen hier. Ups. Das wusste ich vorher noch gar nicht. Wenn man E drückt, kann man jetzt die Stärke Thrusters einstellen. Das wusste ich nicht. Ey, meine Güte. Dann wird das Ganze mit dem Wiegen ja noch schwieriger, weil dann muss ich nicht nur also einmal wiegen, sondern dann kann ich ja jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal, 7 verschiedene Stärken eines Thrusters wiegen. Huch. Das, das wird ja ein ganz neuer Experimentierblock. Oder, was meint ihr? Also, soll ich mal alles durchwiegen und euch sagen, was dabei rauskommt? Achso, was jetzt gerade übrigens mit ungefähr 80 FPS bei meinem Thruster rausgekommen ist, ist, das kommt ja auch noch dazu. Je nachdem, wie viel FPS man hat, verändert sich ja sogar noch der Thrust, was ja noch viel beschissener wird. Also es gibt ja eine unendliche Anzahl an möglichen Thruststufen im Prinzip. Also bei Stufe 4, oder was war's? Stufe 4, genau, die Mitte. Bei 80 FPS hatte ich 40 Metall und 2 Holz. Nein, falsch, stimmt gar nicht. 43 Metall, 1 Stein. Wegen dem eigenen Gewicht vom Thruster hier. Da sind die 3 Metall, 1 Stein, was das eigentliche Gewicht vom Thruster ist. Das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir noch bitte einen Daumen da und ein Abo, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und ansonsten würde ich sagen, bis die Tage. Tschüss.